Hallo und herzlich willkommen zu Average Racing. Ich hatte ja bereits ein Teil 1 zu Fanatec gemacht, in dem ich mich ein wenig abgearbeitet habe an der ganzen Thematik. Und hier folgt jetzt also Teil 2. Ich werde mal schauen, ob ich irgendwie hier die Verlinkung zu Teil 1 in das Video an dieser Stelle hier irgendwo links oben im Bild einbauen kann. Aber noch muss ich sagen, bin ich sehr unbeleckt, was die höhere Magie in Sachen YouTube-Publishing anbelangt. Insofern erwartet da nicht zu viel von mir. Schaut ansonsten einfach mal auf meinem Kanal nach unter den Videos. Da findet ihr auch den ersten Teil. Der heißt Fanatec, was ist da los? Ganz platt. Und ähnlich platt war auch das Video, muss ich zugeben. Ich habe viele Korrekturen in den Kommentaren von euch bekommen. Und das war dann eben auch für mich Anlass zu sagen, okay, ich nehme mir das Ganze nochmal ein bisschen strukturierter vor. Das letzte Mal war es tatsächlich aus einem Impuls heraus, vor allem auch für meine paar 60 Abonnenten zu dem Zeitpunkt, dass ich mir gesagt habe, ich habe zu dem Zeitpunkt erst entdeckt, dass die Podium F1 offensichtlich aus dem Produktkatalog von Fanatec gestrichen wurde. Das ist anscheinend schon im Februar passiert. Ich habe es halt erst jetzt im Mai bemerkt. Es scheint aber generell von der YouTuber und Racing Community weitestgehend unbemerkt geblieben zu sein. Zumal sich Fanatec da auch sehr bedeckt gehalten hat zu dem Thema. Da hat es jetzt kein großes Press Release gegeben, wo man irgendwie laut verkündet hat, wir stellen das jetzt ein. Also da musste ich dann auch noch weiter recherchieren, habe dann in dem Blog von Fanatec einen Eintrag gefunden, wo ein Kunde gefragt hat, was ist denn hier los, wieso ist sie nicht mehr da? Und da hat dann jemand aus dem Kundenservice von Fanatec sehr professionell und aber auch ein bisschen nichtssagend geantwortet, ja, gibt's nicht mehr, aber freut euch auf die großartigen Dinge, die da kommen werden. Ja, das kann jetzt natürlich alles Marketing-Sprech sein, aber schauen wir mal. Wühlen wir uns mal durch die Thematik. Ich habe noch ein klein bisschen mehr recherchiert, damit ich diesmal nicht ganz so unbedarft da rein stolper in das ganze Thema. Ich habe so ein paar Daten mal zusammengetragen. Da haben wir hier meine Datei Quo Vadis Fanatec und irgendwie in die Richtung werde ich das Video hier auch benennen oder was kommt da Fanatec? Schauen wir mal, was da kommt. Also wir können jetzt eigentlich nur spekulieren, aber ich habe natürlich ein paar Punkte zusammengetragen, die vielleicht uns ermöglichen, mit unseren Spekulationen zumindest jetzt nicht komplett breit zu streuen, sondern irgendwo einigermaßen das Ganze in mehr oder weniger schmale Leitplanken zu fassen. Also, zu den größten Fehlern, die ich im letzten Video gemacht habe, die möchte ich hier schon mal eingangs korrigieren. Ich habe behauptet und ich bin erst seit 2019 Fanatec-Kunde und überhaupt auch erst seit Anfang 2019 im Sim-Racing aktiv. Also ihr habt es hier mit einem Neuling zu tun, der sich aber jetzt in den mittlerweile gut 4 Jahren da ziemlich intensiv mit auseinandergesetzt hat mit der ganzen Thematik. Ach, noch eins vorweg, für alle, die sonst nicht auf meinem Kanal hier zugegen sind und meine Racing-Videos gucken, ich bin ausschließlich auf der PlayStation 5 unterwegs. Jetzt werden wahrscheinlich alle PC-Hardcore-Sim-Racer direkt das Fenster schließen und sich anderen Dingen zuwenden. Aber diesen Disclaimer muss ich vorweg schicken. Ich betrachte das Ganze also aus einer relativ exotischen Perspektive. Wobei ich meinen würde, wir sind nicht so wenige, die wir auf der PlayStation unterwegs sind. Und ja, in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich komplett übersehen, was Fanatec die letzten Jahre eigentlich alles auf den Markt geschmissen hat. Ich habe nämlich behauptet, das wäre doch lediglich die CSL-DD gewesen und das BMW M4 GT3 Lenkrad und damit wäre es das doch im Prinzip gewesen. Nee, es war deutlich mehr. Also wir haben hier tatsächlich die Revision des CSL Elite Steering Wheel,
Beispiel McLaren GT3, also V2 kam raus. Naja, gut. CSL Universal Hub, das habe ich komplett verpasst. CSLDD, okay, das ist natürlich die PC-Version der CSLDD. Super, das ist natürlich schon eine dicke Nummer und da ist ordentlich was an Entwicklungsressourcen reingeflossen. Da kann man wirklich nicht meckern, dass sie hier das Boost Kit 180 gesondert aufführen. Naja, also diese Liste hier stammt tatsächlich auch aus dem Papier, na, wo haben wir es? Einzelabschluss 2021. Also ganz klar für Investoren gedacht. Und da pumpt man das Ganze natürlich gerne ein bisschen auf. Das gleiche bei den CSL-Pedalen, die in meinen Augen überhaupt keine Innovation darstellen. Die sind ja im Rückschritt. Das ist jetzt quasi das super duper rudimentäre Einsteiger-Pedal-Kit. Also da sind die CSL Elite-Pedale natürlich schon eine deutliche Nummer besser. Und die normalen CSL-Pedale okay. Aber auch hier bei der Benennung, da werde ich später nochmal drauf eingehen, wenn wir zu einer kleinen Kritik der Produktlinien von Fanatec kommen. Also hier jedes einzelne Pedal nochmal gesondert Produktrelease aufgeführt. Das ist natürlich ein bisschen aufgepumpt, das Ganze. Club Sport Steering Wheel, bla bla bla. Ja gut, verschiedene Iterationen eines Club Sport Formula Wheels. Ja, auch das hier, Club Sport Wheel Rim 320, das war natürlich schon was, schon eine deutliche Verbesserung mit den Magnetshiftern. Das Ganze nochmal in der Alcantara-Version. Hier haben wir schon wieder ein Universal Hub, was ich nicht mitbekommen habe, aber auch V2, also auch nur eine Weiterentwicklung, keine neue Entwicklung. Auch hier eine Weiterentwicklung, keine neue Entwicklung. CSL Steering Wheel BMW, das ist eigentlich nur das Branding des alten P1 CSL Steering Wheels. Die Gran Turismo DD Pro, natürlich absoluter Game Changer, muss man sagen. Das können wir gleich auch genau sehen, wenn wir hier unten, deutet es sich schon an, wenn wir zu den Zahlen kommen, auf die wir auch mal ein bisschen schauen wollen. Denn ich wollte jetzt tatsächlich auch ein bisschen mehr in die Fakten gehen hier und mit knallharter Recherche das Ganze unterfüttern. Ja, Podium Steering Wheel BMW M4 GT3 tauchte auf im Einzelabschluss 2021 bei den Produktreleases für 2021. Das hat mich doch ein bisschen sehr irritiert. Also meines Wissens nach ist es frühestens 22 rausgekommen. Ich meine aber tatsächlich erst dieses Jahr, ab 22 war es vorbestellbar. Aber belehrt mich auch da gerne eines Besseren. Auf gar keinen Fall ist das in 2021 veröffentlicht worden. Ja, auch hier haben wir wieder eine Weiterentwicklung eines bereits bestehenden Wheels. Clubsport, ah ja, das ist hier auch Clubsport Steering Wheel RS, das ist auch eine Weiterentwicklung, da hat halt das Porsche Rim quasi das Porsche Logo verloren, auch ein bisschen schade, aber auch ein schönes Wheel geworden, eigentlich aber auch nur ein V2 und die CSL Elite Pedals ebenfalls V2, also echte Innovation, relativ wenig, da haben wir tatsächlich BMW Steering Wheel, ne, das BMW M4 GT3, das ist eine tatsächliche Produktneuheit. Gran Turismo DD Pro ist eine totale Produktneuheit. Naja gut, aufbauend auf der CSL DD, also im Prinzip nur mit der PlayStation-Lizenz und den etwas anders designten Rippen der Wheelbase, falls ihr euch das Bild nicht vorstellen könnt. Falls nicht, schauen wir es uns hier nochmal an. Die sind hier so schön gebogen. Wobei ich es natürlich ein bisschen schöner in der PC-Version finde. Da ist das komplett rechteckig und eben nicht gebogen. Aber zurück hier zu den Zahlen. Jetzt gehen wir mal über zu den Zahlen. Das habe ich mir ja aus verschiedenen Quartalsberichten rausgesaugt. Es gibt auch Jahresberichte, aber das geht dann nur bis 2021. Ich wollte aber ganz gern 22 und 23 noch mit reinnehmen. Und leider gibt es keine Quartalsberichte für Q2 und Q4. Das ist begründet darin, dass die Endor-Aktie, also ist ja die Muttergesellschaft von Fanatec, wie ihr alle wisst, die ist quasi auf dem freien Markt emittiert und
nicht auf dem regulierten, sprich, die haben mit Sicherheit etwas andere Bilanzierungsauflagen im freien Aktienmarkt. Insofern hier immer nur so auszugsweise die Bilanzen. Das waren auch, muss ich sagen, die am einfachsten zu lesenden Geschäftsbilanzen, die ich in meinem Leben bisher gelesen habe. Also es war ein Traum, sich da durchzustöbern. Die waren wirklich mega easy aufgebaut. Das würde ich mir auch für die großen Player im regulierten Markt wünschen, dass die ähnlich einfach aufgebaut werden, damit man da als Investor direkt auf den ersten Blick irgendwie sieht, worauf es ankommt. Aber gut, da stehen natürlich die Regularien dem Ganzen entgegen. Und da habe ich ehrlich gesagt zu wenig Ahnung von den Details der jeweiligen Marktregularien, dass ich da jetzt sagen könnte, das liegt ganz genau da und da drin begründet. Ich vermute das hier lediglich. Also wir können mal gucken hier, Q1 2020, Umsatz 11,9 Millionen, wie ihr seht. Hier musste ich die Zahl, deswegen ist die kursiv geschrieben, quasi, so ein bisschen selber berechnen. Habe ich mir aus verschiedenen Berichten von 2020 dann so rausgerechnet. Ich glaube, am Ende des Tages habe ich den Jahresumsatz durch 4 geteilt und dann bin ich da irgendwie gelandet. Wo sehen wir denn Auffälligkeiten? Q1 2021, 0,4 Millionen Ausgaben in Forschung und Entwicklung, also 400.000 Euro. Das ist relativ mau. In Q3 das Vierfache, ne? Mehr als das Vierfache. Dann haben wir hier Q1 2022, 0,6 Millionen Forschung und Entwicklung, in Q3 auf einmal das Dreifache. Und ähnlich immer weiter. Und auch hier Jahresstart 2023, also diesen Jahres, wieder nur unter einer Million Ausgaben in Forschung und Entwicklung. Und ich denke, das hat wahrscheinlich auch in irgendeiner Form steuerliche Gründe, dass man hier den Großteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben in den hinteren Teil des Jahres verlegt. Aber auch das ist lediglich eine Spekulation, ist aber schon ein wenig auffällig. Vergleichen wir hier mal die Zahlen, beziehungsweise hier fällt uns beim Umsatz natürlich auf. Q1 2022, 46,5 Millionen Umsatz. Das ist natürlich für ein Quartal schon enorm, aber begründet im Release der GTDD Pro. Also da hat man reichlich Umsatz generieren können, aber, und auf der Meinung bestehe ich nach wie vor, die habe ich auch im letzten Video geäußert, bei weitem nicht so viel Umsatz, wie man tatsächlich hätte umsetzen können, hätten keine Lieferengpässe bestanden. Und das ist natürlich ziemlich schlechter Umstand für so ein börsennotiertes Unternehmen. Fanatec hat beziehungsweise Endor hat, um das auch mal einzuordnen, eine Marktkapitalisierung von circa mehr oder weniger 150 Millionen Euro. Am heutigen Tag ist der Kurs ein bisschen gesunken. Da sind wir schon eher so bei 140 Millionen Euro rum. Marktkapitalisierung zum Vergleich. Ja gut, wirklich vergleichen kann man es nicht. Ne? Ist ein Konkurrent, Logitech, ist aber natürlich so viel breiter aufgestellt mit Mäusen und Tastaturen und Gaming-Equipment generell und Headsets und hast du nicht gesehen. Und dann natürlich diese kleine Sim-Racing-Sparte bei Logitech. Aber gut, die haben eine Marktkapitalisierung von aktuell über 9 Milliarden Euro. So mal zur Einordnung. Da kann man natürlich komplett anders agieren. Und da ist natürlich ein ganz anderer Spielraum gegeben, komplett anderer Cashflow. Aber Endor, muss man sagen, komplett seriös wirtschaftendes Unternehmen. Die haben eine Kreditlinie von sage und schreibe 30 Millionen Euro, haben eine weitere Kreditlinie von zusätzlichen 2 Millionen Euro in Aussicht. Noch scheint das nicht durch zu sein, aber gut, auf die 2 Millionen mehr oder weniger kommt es dann vielleicht auch nicht mehr unbedingt an. Ich merke schon, das ist ganz schön trocken. Ich möchte euch hier mit den Zahlen nicht länger langweilen. Aber auch zu dem Punkt mit den Lieferengpässen lässt sich im Geschäftsbericht 2021 nachlesen. Dieses offizielle Statement von Fanatec. Die Lieferengpässe und die Logistikprobleme, insbesondere in China und den USA,
haben somit im zweiten und dritten Quartal 2021 eine Umsatzentwicklung parallel zur sehr guten Nachfrage verhindert. Durch den Wegfall von Wheelbasen und Lenkrädern wurde der Neueinstieg in das Ecosystem von Fanatec so gut wie unmöglich gemacht und der Umsatz vorwiegend mit Bestandskunden getätigt. Also das ist, muss man mal wirklich sagen, in dieser Klarheit, Chapeau. Liest man das selten bei börsennotierten Unternehmen? Also die stellen sich selber da im Prinzip eine 6 aus, was zumindest die Versorgung mit entsprechenden Bauteilen anbelangt. Gut, ist natürlich nicht selbstverschuldet gewesen. Und das untermauert meine These, die ich im ersten Video aufgestellt hatte. Es ist tatsächlich so. Und in den Kommentaren wurde dann auch von dem einen oder anderen geschrieben, so, ja, Neukunden, das ist gar nicht das Ding und so. Ja, eben doch. Also laut Aussage im Geschäftsbericht konnte man eben so gut wie keine Neukunden gewinnen aufgrund dieses Lieferengpasses. Und wir sehen das auch hier 2021 Q3, klarer Umsatzrückgang von 3,2 Millionen. Von 4,8 Millionen, Entschuldigung, 4,8 Millionen Umsatzrückgang, das ist schon enorm. Also da merkt man, da lag einiges im Argen. Man hat aber wahrscheinlich natürlich auch die ganzen Chips und Co. zurückgehalten in Q3 2021 für das Release des GTDD Pro. Das hat aber eben auch nicht lange vorgehalten. Wenn ihr euch richtig entsinnen könnt, war das GTDD Pro, sofern man nicht vorbestellt hat, dann auch sehr schnell vergriffen. Und ist es dann eben gelaufen, ne? Wir können mal hier die Strategie der Endor Group, ja, das habe ich jetzt hier mal rausgeschrieben. Wir können aber gleich auch mal in eine weitere Datei reinschauen. Da sehen wir das dann auch noch mal ein bisschen schöner aufbereitet. Aber ich schilder euch das jetzt erstmal hier. So, mehrere Grundpfeiler. Und ich muss sagen, die Marketingstrategie von Fanatec ist echt richtig, richtig gut. Die haben Fanatec als Premium-Marke positioniert, lässt sich ganz klar so sehen. Absolut. Sie betreiben einen ganz konsequenten Direktvertrieb. Ja, mit Einschränkungen, da gehe ich nachher auch noch drauf ein. Sie haben Lizenzvereinbarungen mit Motorsportserien. Das zahlt natürlich ein auf den letzten Punkt hier, Zusammenführung von realem Motorsport und Simracing, und nicht zuletzt zahlt darauf auch der neuestes Rim ein, das BMW M4 GT3 Pipapo. Lenkrad für 1.500 Euro, das man eben so theoretisch auch in einen echten BMW M4 einsetzen kann. Also wie gesagt, ich halte es nach wie vor für einen reinen Publicity-Stunt. High-End-Qualität mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, haben wir im letzten Video auch gesehen. Also die Konkurrenz ist deutlich teurer, was Preis-Leistung anbelangt. Das ist ihnen also auch gelungen. Fanatec-Produkte als modulares System, absolut unterstreichen wir. Top-Down-Markenstrategie. Ja, auch da gehe ich nachher noch ein bisschen präziser drauf ein. Das sehe ich hier nicht konsequent durchgezogen, um ehrlich zu sein. Also sie haben natürlich insofern eine Top-Down-Markenstrategie, als dass sie im Vorfeld gesagt haben, das ist die Strategie für unsere Marke und danach entwickeln wir unsere Produkte. So, also erstmal die Strategie vorgegeben und danach dann operativ gehandelt. Das sieht man in den Anfängen, aber gerade in den letzten Monaten ist diese Top-Down-Markenstrategie komplett aufgeweicht worden. Und da verstehe ich überhaupt nicht warum, aber dazu später mehr. Bedienung differenzierter Qualität zum Preisstufen, absolut. Wir haben die verschiedenen Produktlinien, das ist eben Teil der Top-Down-Markenstrategie. Die haben im Vorfeld ihre Produktlinien festgelegt. Wir haben die CSL-Linie für Einsteiger, wir haben die Clubsport-Linie für den gehobenen Anspruch und wir haben die High-End-Produkte im Luxussegment, die sich der Podium-Serie zuordnen lassen.
Absolut richtig. Aber wie gesagt, ja, da gucken wir noch mal, was denn da nicht so ganz glatt läuft. Und ja, da wären wir. Und hier unten kommen dann noch meine Schlussfolgerungen, aber denen wenden wir uns ganz am Ende zu. So, Fanatec, wollen wir hier mal schauen? Nee, ich glaube, wir schauen mal zuerst in ein anderes Papier. So, dann schauen wir doch mal in die Unternehmenspräsentation von Endor. Die stellen sich hier geneigten Investoren vor mit ihrer Produktübersicht. Das ist natürlich jetzt mittlerweile veraltet, können wir vergessen. So, da haben wir hier natürlich die Geschäftsregionen von Fanatec. Da ist natürlich noch ganz viel frei, ne? Also, ja, da ist noch Wachstumspotenzial. Vor allem 50% des Umsatzes in Europa. In den USA hätte ich sie gar nicht so stark erwartet. Da dachte ich, Thrustmaster und Logitech wären da stärker. Rest der Welt natürlich mickrig, absolut ausbaufähig. So, das Marketing hier mit Bezug aufs echte Racing, Lizenzvergabe, BMW, Porsche hat man an Bord. Ja, und Diplomkaufmann Thomas Jackermeier, der CEO der Firma Endor, ja, der sollte vielleicht auch mal über eine Aktualisierung seines Porträtbilds nachdenken. Das umweht so ein bisschen der Hauch der 90er. Geschäftspartner, hier haben wir so das Modern Talking Duo. Geschäftspartner hier Andras Semsey, auch, naja, zumindest mit 3%. Ein relativ starker Shareholder. Thomas Jackermeier hält sage und schreibe 50% der Aktien der Endor AG. Aber ist natürlich auch klar, mit dieser geringen Marktkapitalisierung muss man sich schützen gegen eine feindliche Übernahme. Microsoft könnte sich das aus der Portokasse leisten, Fanatec aufzukaufen bzw. die Aktienmehrheit zu erwerben. Und da wäre noch Geld übrig. Aber ja, Thomas Jackermeier ist ja kein Dummer. Insofern hält er 50% der Aktien und kann ebenso eine feindliche Übernahme vermeiden. Und hier Vorstandsmitglied Dr. Michael Obdehipt, ein Mensch aus der Maschinenbaubranche und Beirat in verschiedenen Unternehmen der Werkzeugmaschinenindustrie. Und ich möchte meinen, dass man das den Produkten anmerkt, dass wir hier Leute haben, die tatsächlich Maschinenbau und Werkzeugbau sich da gut auskennen, denn die Qualität der Fanatec-Produkte, also der Wheelbases auch, das ist absoluter Industriestandard. Ja, Wachstumsgeschichte, ihr könnt das alle mal in Ruhe euch durchlesen, ist zu finden auf der Seite der Endor AG. Da kann man dann so ein bisschen durchstöbern, das ist alles super übersichtlich und easy. Hier sehen wir eben auch nochmal die Aktionärsstruktur, Thomas Jackermeier und Familie, 50% der gesamten Aktien hält er. So, und ne, die Endor AG ist in einem starken Wachstumsmarkt tätig, pipapo. Ja, hören wir mal auf hier mit dem ganzen Wirtschaftsgewäsch und gehen wir zurück in meine Datei, beziehungsweise nee, gehen wir lieber mal zurück auf die Seite von Fanatec. Und da hat sich schon ein bisschen was geändert. Jetzt schauen wir aber mal, da hat sich nämlich auch so einiges nicht geändert. Also heute Nachmittag habe ich tatsächlich an dieser Stelle noch gesehen, die Clubsport Wheelbase 2.5. Da war ich ein bisschen irritiert, weil die ist ja schon lange nicht mehr im Sortiment. Hier kann man eben im Konfigurator sich sein eigenes Racing Rig zusammenstellen, und wenn wir hier draufklicken, dann erhalten wir da eben auch verschiedene Produkte zur Auswahl. Und was ist denn hier los? Also hier hat sich schon offensichtlich lange nichts mehr getan. Die Podium F1, wie gesagt, ne, die ist ja leider vom Markt genommen. Die Clubsport Wheelbase gibt es auch schon lange nicht mehr. CSL Elite Wheelbase gibt's auch nicht mehr. Also Leute, das müsste mal aktualisiert werden. Jetzt schauen wir aber mal hier bei PlayStation und PC. Entschuldigung, das ist halt nun mal mein ganz eigener Beschlag. Aber wir wollen doch gerne mal manuell konfigurieren. Start from scratch. Das ist unser Anspruch. Wir wollen uns das hier nicht vorgeben lassen, sondern von Hand erlesen, uns die Einzelteile selber zusammenklauben. Und was ist denn hier los?
Also man war offensichtlich vor kurzem da und hat hier das Ganze auch aktualisiert mit der Gran Turismo DD Pro. Das muss ja spätestens im letzten Jahr passiert sein. Beziehungsweise frühestens im letzten Jahr. Und trotzdem haben wir hier noch die CSL Elite Racing Wheel Base mit ihren 6 Newtonmetern und ihrem Riemenantrieb. Und hier steht bald verfügbar. Also, ich glaube nicht dran. Ist aber natürlich ein super Einsteigerding eigentlich. Ja, aber, also wie gesagt, ganz merkwürdig. Ich glaube nicht, dass Fanatec die zurückbringt. Aber hier steht sogar, kompatibel mit allen PS4 und PS5-Systemen. Also, ja, ich bin gespannt, ob die nochmal ein Revival erlebt. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf die Startseite und da werde ich jetzt noch ein bisschen was erzählen hier zu der Produktstrategie. Wir haben das jetzt neuerdings alles etwas neuer angeordnet und hier haben wir Ready to Race. Ready to Race, also hier auch wieder der Bezug zum realen Rennsport. Das versucht man schon ganz klar zu kommunizieren, dass man hier ganz nah am Benzin und verschmorten Gummigeruch des realen Rennsports klebt. Aber also ich sehe das wie gesagt nicht. Ja, dieses Flair möchte man aus Marketinggründen vielleicht haben. Also hier ein merkwürdiges Bundle. Also ein sehr merkwürdiges Bundle. Die Gran Turismo DD Pro mit Handbremse, mit Shifter, mit 180 hier Watt-Dings-Paket, ne? Also auf die 8 Newtonmeter. Mit Table Clamp, also Tischklemme, das verstehe ich nicht. Und mit den CSL-Pedalen, das was, also das, nee, kann ich nicht nachvollziehen. Da ergibt das hier natürlich schon mehr Sinn als Einsteigerpaket mit ordentlichen Pedalen, mit Load Cell, wunderbar. Gut, ja, hier oben ist auch Load Cell, aber grundsätzlich finde ich die Bauweise der CSL-Pedale, die ist nicht stabil genug. Das ist hier gestanztes Metall. Das hier ist deutlich robuster und mit Sicherheit auch langlebiger, würde ich behaupten. Aber nur Xbox und PC. Hier sind wir wieder bei PS5, wieder nur mit CSL-Pedalen. Hier sind wir wieder bei PC und Xbox. PS5, wieder keine ordentlichen CSL Elite-Pedale. Und das zieht sich hier so durch. Also. Schade, schade, schade. Und auch hier, ich hatte kurz die Hoffnung, aber auch hier taucht die Podium F1 nicht auf. Und also jetzt hier auch bei den Pedalen. Ich verstehe diese Produktlinie nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch die Benennung nicht. Wir haben die ganz klare Markenstrategie von Fanatec. Man sagt, wir haben die CSL-Linie für Einsteiger, wir haben Clubsport für Fortgeschrittene, den gehobenen Anspruch und wir haben Podium als High-End-Segment. Und was macht man jetzt hier? Man bringt CSL-Pedale raus und dann bringt man CSL-Elite-Pedale raus. Also verstehe ich nicht. Jetzt fragmentiert man dieses eine Segment nochmal und dann hat man im High-End-Pedalbereich die Clubsport-Pedale und da hört es dann auf. Also komplett falsch in meinen Augen. Theoretisch müsste man sagen, okay, aber ne? Um das Ganze glatt zu ziehen, müsste man sagen, CSL-Pedale, Clubsport-Pedale und die guten Clubsport-Pedale müssten dann umgebrandet werden zu Podium-Pedalen. Aber was anderes wäre mir natürlich sehr viel lieber. Da schauen wir mal in mein Papier. Spekulationen. Also erstmal, meine Worst-Case-Szenario sieht so aus, dass Fanatec sich auf den Umsatzsteigerungen der letzten Jahre ausruht. Die wollen jetzt erstmal konsolidieren. Aber um ehrlich zu sein, alles, was ich in den Geschäftsberichten da gelesen habe, lässt eher darauf schließen, dass sie anstatt zu konsolidieren, eher expandieren. Sie sind mittlerweile von der Personalstruktur her so aufgestellt, dass sie einen Umsatz von 200 bis 300 Millionen im Jahr durchaus stemmen können, personell, ohne weiter aufstocken zu müssen im Personal. Und momentan für 2022 hat man jetzt ein bisschen die Aussicht, die Umsatzprognose re reduziert.
auf 118 Millionen. Also man kann den Umsatz verdoppeln und muss keine neuen Leute einstellen. Also nach Konsolidierung sieht das nicht aus, sondern die fahren weiter einen Wachstumskurs, die haben Luft nach oben und die können sich gesundes Wachstum jetzt weiterhin leisten. Zudem baut man einen neuen Firmensitz. Also da passiert sehr viel bei Fanatec, aber scheinbar auch einiges, was von den eigentlichen Produktlinien und deren Ausbau so ein bisschen ablenkt. Wie gesagt, ich denke auch in der Markenstrategie hat man es ein bisschen schleifen lassen. Also um jetzt hier, ich möchte nicht vermessen klingen, aber für mich ist das ein bisschen Kraut und Rüben. Das könnte man deutlich übersichtlicher gestalten. So die Ausgaben in Forschung und Entwicklung werden weiter zurückgefahren, wäre so meine schlimmste Befürchtung. Man konzentriert sich im Konsolenmarkt weiter auf lediglich die Einsteigerprodukte, sprich CSLDD mit 8 Newtonmetern, das ist dann High-End für PlayStation-Nutzer. Mehr gibt es in Zukunft nicht. Die Podium F1 Wheelbase kehrt nicht zurück und es wird keinen Nachfolger geben. Die Sony-Lizenz bleibt dann ausschließlich auf die CSLDD beschränkt, sprich auf die GTDD Pro. Auch hier vollkommen unsinnige Namensverwirrungen, finde ich komplett überflüssig. Aber gut, das hier wird vielleicht auch im Rahmen der Lizenzvergabe dann in Kopplung mit Polyphony dann so passiert sein, dass man gesagt hat, wir nennen die jetzt im Zuge dieses Deals, um auch die Bindung an Polyphony zu stärken, GTDD Pro. Es ist der Markenstrategie nicht zuträglich, ist meine Meinung. Und hier zum Beispiel, nachdem das Club Sport Steering Wheel RS das Porsche-Logo verloren hat, ist da auch kein neues Porsche-Wheel geplant. Fände ich schade. Best Case für die Zukunft wäre für mich, Fanatec hat die Lieferengpässe überwunden, baut bereits Lagerbestände auf. Das Bentley-Wheel und das QR2 stehen ganz kurz vor dem Release. Weitere Produkte sind bereits in der Pipeline. Zum Beispiel ein neues Porsche Wheel, nachdem jetzt aktuell so nur noch das Podium Wheel mit Porsche Wappen da ist. Vielleicht ein neues Porsche GT Wheel wäre eine schöne Sache. Neue Lizenzen kommen vielleicht hinzu. Audi, Mercedes holt man mit an Bord. Das wäre natürlich Hammer für alle, die gerne Fanatec Produkte kaufen. Andere Spekulation, die Podium F1 wurde nur gestoppt, um nicht kurz vor Release des QR2 die Wheelbase mit einem veralteten Quick Release 1 zu verkaufen und so die Kunden zu verärgern. Also man pausiert jetzt eigentlich nur und wird später die Podium F1 mit dem Quick Release 2 dann wieder rausbringen. Ist eine Möglichkeit, würde mich persönlich total freuen. Für alle, die es noch nicht haben und es sich gerne holen wollten, wäre das natürlich eine super Sache, wobei ich persönlich jetzt im Quick Release 2 keinen allzu großen Sinn und Mehrwert sehe. Ich bin zufrieden mit dem QR1. So, andere Spekulation für den Best Case, genau, das Relaunch der Podium F1 mit QR2 ist bereits in Vorbereitung. Alternativ vielleicht eine neue Podium Wheelbase für die Sony PlayStation in Entwicklung, wer weiß. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, da hätten wir deutlich höhere Ausgaben im Bereich Forschung und Entwicklung gesehen in den Bilanzen. Das müsste doch dann deutlich mehr geworden sein. So, was würde ich tun, wenn ich im Marketing bei Fanatec sitzen würde? Wie gesagt, ich bin der Meinung, die Top-Down-Markenstrategie, die ist nicht ganz zu Ende gedacht, beziehungsweise nicht ganz konsequent umgesetzt. Die haben die bestehenden drei Produktlinien, CSL, die Einsteigerklasse im unteren Preissegment. So, ich wiederhole mich jetzt hier, das werde ich nicht alles nochmal aufführen. Ihr habt's gehört. Bislang verfügt lediglich die Einsteigerserie CSL über ein komplettes Produktportfolio. Sprich, Pedale, Wheelbase und entsprechende Lenkräder noch dazu. Bei der Clubsport-Linie, da fehlt uns eine dezidierte Wheelbase. Wir haben jetzt keine Clubsport-Wheelbase mehr. Man könnte natürlich sagen, dass die CSLDD mit den 8 Newtonmetern diesen Platz eingenommen hat, aber dann nennt sie doch bitte so. Dann nennt sie doch einfach Clubsport-DD. Und schon haben wir wieder eine ordentliche Markenstrategie.
So, früher gab es ja eine Clubsport Wheelbase, das war die V2.5, die hatte 7 Newtonmeter. Das ist ja ungefähr der Bereich, wo sich die 8 Newtonmeter CSLDD bewegt. In der Podiumlinie fehlen von mir aus hydraulische High-End-Pedale, à la Heusingfeld oder ähnliches. Asetek hat auch High-End-Pedale, über 900 Euro, ich glaube irgendwas Richtung 1000 Euro kosten die. Auf Fanatec umgerechnet wären das 800 Euro, denn in Sachen Preis-Leistung ist Fanatec ja ein bisschen besser als die Konkurrenz. Also ich denke, Fanatec hat da noch eine Lücke, in die sie reinstoßen könnten, zu sagen, wir bringen jetzt auch noch ein Podiumpedale raus, die dann von mir aus hydraulisch sind oder was weiß ich für Verbesserungen beinhalten. Und dann hätte man auch im Podiumbereich, wenn denn dann die Podium F1 auch wieder käme, für uns PlayStation-Benutzer, eben eine Wheelbase und die entsprechenden Pedale dazu, dann hätten wir das auch glatt gezogen. Wie gesagt, also in jeder dieser drei Produktlinien, da muss man sich noch vervollständigen. Und das ist jetzt gerade alles Kraut und Rüben mit CSL-DD, mit CSL-Pedalen, mit CSL-Elite-Pedalen, mit dieser komischen Fragmentierung, die wir dort haben. Also ich finde das alles ein wenig durcheinander. Vielleicht sortiert man sich da jetzt demnächst bei Fanatec noch um und zieht das Ganze ein bisschen glatt. Und in Sachen Produkte, ja, vielleicht bin ich da ein bisschen zu hart mit Fanatec ins Gericht gegangen. Ich muss sagen, jetzt wo ich mir die ganzen Fakten genauer angesehen habe und vor allem, was sie auch im Laufe der letzten anderthalb Jahre alles noch rausgebracht haben, ist natürlich für ein Unternehmen mit, ich glaube, weltweit 190 Beschäftigten, ist das schon ein Brett. Aber bitte, zieht diese Markenstrategie mal glatt, bringt uns ordentliche Produktlinien, die uns nicht komplett verwirren, wo man dann auch überhaupt nicht mehr weiß, was womit kompatibel und was damit nicht und dann aber doch und ich bräuchte jetzt ein Xbox Wheel an der PlayStation Base, damit ich die dann auch auf der Xbox und so. Das hat natürlich auch Vorteile, aber zumindest zieht CSL, Clubsport und Podium mal glatt, dann wäre alles wieder viel übersichtlicher und die Markenstrategie wird dann auch wieder aufgehen. Na gut, also jetzt habe ich mich aber, glaube ich, auch erstmal genug abgearbeitet. Und ja, vielleicht bin ich jetzt auch viel zu sehr in die wirtschaftliche Marketing-Schiene gegangen. Aber wenn man sich mit so einem Unternehmen befasst, dann muss man das natürlich auch berücksichtigen und kann nicht die ganze Zeit nur als Endkunde und Konsument irgendwie rumpesten, was einem nicht gefällt. Dann muss man sich selber auch ein paar Gedanken machen und vorher aber erstmal die ganzen Wirtschaftsdaten da so zumindest so ein wenig erforschen. Und mit meinem, im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten habe ich das jetzt mal versucht. Vielleicht hat euch das ja auch selber noch ein bisschen mehr Einblick in Fanatec und deren ja, Strategie gegeben und vielleicht macht ihr euch da auf Grundlage all dieser hier geschilderten Fakten auch noch ein paar eigene Gedanken und überlegt euch, was denn da in Zukunft kommen könnte. Ich glaube, so schlecht sieht die Zukunft nicht aus. Und bei all den Aufgaben, die Fanatec erstmal auf dem Tisch hat, auch mit dem Bau des neuen Firmensitzes und dem Bewältigen der Lieferengpässe. Und da ist ja auch noch ein weiterer Punkt. Fanatec möchte ja tatsächlich, und das habe ich ja auch in den Kommentaren gelesen, die lassen alles in China fertigen, mindere Qualität. Das finde ich nicht. In China weiß man schon sehr gut, wie man hochqualitative, hochwertige Produkte fertigt. Ist ein ziemlich altes, sehr spezifisch deutsches Klischee zu sagen, China-Ramsch und so. Also da sitzt schon einiges an Expertise, die man sich so in den letzten Jahrzehnten zusammenklamüsert hat von anderen Industrienationen. Aber Fanatec hat gelernt aus den Lieferengpässen und die wollen in Zukunft tatsächlich schauen, dass sie ihre Fertigung nach Osteuropa verlagern. Das könnte auf lange Sicht tatsächlich Lieferengpässe in Zukunft vermeiden, so denn wir da nicht so bedauerliche Vorgänge auch in Zukunft erleben, wie sich zurzeit abspielen und da auch wieder alles unsicher wird. Also
Ich weiß auch nicht, wie konkret und wie nah dran an der Umsetzung Fanatec mit diesen Plänen jetzt tatsächlich ist. Aber dieses kleine Detail wollte ich jetzt gerade nochmal nachreichen, als ich schon mitten in der Abmoderation war. Also, jetzt aber vielen Dank, dass ihr so unfassbar lange am Ball geblieben seid. Ich habe schwadroniert und bin nicht immer nur hier klar bei den Fakten geblieben. Aber ein bisschen Fantasie, finde ich, gehört da auch dazu. Solange Fanatec uns keinen genauen Einblick gibt und hoffen wir doch mal, dass sie da auch in ihrer Kommunikationsstrategie nochmal nachbessern und uns damit deutlich mehr Infos versorgen. Das würde mich dann auch etwas entlasten, dann müsste ich diese Videos hier nicht mehr machen. Dann würde Fanatec den Job übernehmen und von sich aus kommunizieren. So sind wir dann halt leider auf Spekulationen und Recherche angewiesen, aber ja. Gut, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen und ja, damit entlasse ich euch wie immer in die Nacht. Macht es gut und bis bald. Tschüss.